Ja, moin. Eine neue Runde Satisfactory. Der Countdown läuft bis zum Update Nummer 4. Wenn ihr diese Folge seht, ist es, glaube ich, der 13.3. Dann sind es nur noch wenig Tage. Hier, Licht kommt. Ne? Hier. Sonnenlicht, wenn man so will. Hier wird produziert unsere Kühlkammer. Die werden natürlich noch nicht abtransportiert, weil wir erstmal schauen müssen. Wie sieht denn der aus? Wie gesagt, das geht ja da hinten in unser AKW-Fab. Aufbereitungs-Dings-Bums-Anlage. Da müssen wir auch nochmal hin und gucken. Ja, jetzt scheppert das hier draußen wieder. Das ist der Regen, der gegen die Fenster knallt. So, ja. So, das lassen wir jetzt erstmal hier, weil ohne mehr Alu geht das sowieso nicht. Aber wir machen ja erstmal Kühlkörper. Damit haben wir das erstmal hier quick and dirty zusammengetüdelt. Ich habe auch kein Material mehr, die Platten mehr in der Hand, um das hier weiterzumachen. Es geht ja darum, dass das für Update 4 vorbereitet ist und danach wird gemacht. Wir haben ja schon, ne? 2, 4, 469. So. Entschuldigung, der nächste Schritt, der gemacht werden muss, dazu müssen wir in die Hauptbasis zurück, weil wenn das Update 4 rauskommt, kommt ja auch Tier 8. So. Da müssen wir noch was vorbereiten, was den Lift betrifft. Kann ich ja eigentlich rein theoretisch. Ja, ach stimmt, der soll ja da nicht. Nee, mit dem fahre ich jetzt nicht. Den hole ich dann. Ist der Zementzug, den parke ich schon wieder in der Zementfabrik, aber der fährt ja jetzt dann außen rum. Ich habe hier meinen Privatzug. Ja, ich fahre jetzt mal kurz in die Hauptbasis. Wir sehen uns da gleich. Vor Ort. Bis gleich. So, da sind wir. Der bremst jetzt hier. Ich habe gerade überlegt, ich hätte ja noch auch einen anderen Zielbahnhof wählen können. Muss ja das Bahn sein. Ich hätte ja auch den für Rotor Strator wählen können. Aber naja, egal. Jetzt warte ich mal noch. Ah. Hier, aufpasse. Ja, ja. Wenn die Kollisionsabfrage kommt und die Signale. Irgendwann mal. Ja, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Lass mal kurz da hinten noch das Blech holen. Das brauchen wir nämlich auch. Einen Moment noch. So, jetzt sind wir am Ort des Geschehens, wo wir hin müssen. Ich zeige euch was. In dem Nicht-Mod-Spielstand, in dem wir ja hier sind, da steht der Lift ja auf diesem Rundding. In dem Mod-Spielstand steht er auf so einem eckigen Bau. Der ist zwar auch hier an dieser Stelle, aber da sieht das alles noch etwas anders aus. Und dann gehen wir hier nämlich gerade mal die Treppe hoch. So, also, hier rein, und das mit Absicht hier offen gelassen. So, hier sind die Materialien drin, die man bis jetzt für die Freischaltung der Lifte benötigt. Ganz am Anfang, also wie dieses Spiel herauskam, von dem dieser Spielstand ist, da gab es diese Liftparts ja überhaupt nicht, die kamen ja erst später dazu. Na, für die ganzen Freischaltungen der Tierstaffel bis 7 habe ich die ja überhaupt nicht benötigt, niemals. Das sind schon einige. Ich habe die jetzt hergestellt, damit sie hier eingelagert werden. So. Was uns dann zu diesem Punkt bringt. Komm her hier. Hier oben hin. So, jetzt kommt. Das habe ich gerade bevor die Aufnahme gemacht getestet. Ja. Level 8. Oh, der Leckwald. Das heißt, den muss man freischalten. Und da gehe ich davon aus, dass man als erstes mal alle Materialien benutzen muss, die man vorher auch hatte benutzen müssen. Also ganz jetzt von den letzten, die da unten drin liegen. Die müssen also hier rein. Und gegebenenfalls kommt ja noch ein anderes Item dazu. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die den Lift ändern. Der hat nämlich 6 Eingänge, die mit Bändern belegt werden müssen. Man sieht es halt jetzt nicht, ne? Was da rein muss. Warte mal, ich habe das Tableau hier vorne hin so gedreht, dass der hier vorne steht, da. Ne? Siehst es halt nicht, was das Ding braucht. Ne? Oder es braucht einfach nur die Materialien, die wir schon haben, nur in größeren Mengen. Das wird halt eine Überraschung sein. Also, sagen wir mal so, ich würde es extrem langweilig finden, wenn die Tier Level 8 einführen, ohne noch ein anderes Item, was bis dahin ja überhaupt niemand hat. Das muss ja jeder herstellen. Und das sollte dann eigentlich schon so kompliziert sein, dass du das nicht einfach mal so easy going machst. Aber nichtsdestotrotz muss ja zumindest meiner Meinung nach dieser Kram hier da rein. Ich habe mir einfach mal hier gelagert. Hier habe ich schon was getestet. Die sind auch alle jetzt hier voll. Also wenn man so will, pro Item, wenn ich mich nicht verzählt habe, was es zum jetzigen Zeitpunkt für die Lifts gibt, haben wir 6, 3 Container. Normale.
Ich habe keine Ahnung mehr, weil ich es nicht freischalten kann, weil ich halt diese Items nie benutzen musste. Wie viel man für die Tierlevel davor benötigt hat. Ja, für die bis zu 7. Was ist denn eigentlich hier? Das ist 100, 2, 3, 400 in einem Container. Also in einer Reihe, so rum. 4, 8, 12 mal 3. So, was uns aber jetzt da nicht interessieren soll. Jetzt kommt nämlich der tricky Part. Das Gelumpe muss da hoch. Hier hoch. Hier haben wir 3. Da haben wir 3. Jetzt ist das ja so ein Rundbau. Die sind ja alle nicht untereinander verbunden. Die snappen wir hier ganz blöd. Ja, jetzt diese Dinger. Auch wenn ihr die so hinsetzt, die drehen sich dann immer irgendwie nochmal. Da muss man jetzt mal gucken. Ich will also nicht, dass man die Bänder von vorne sieht. Eigentlich sollte man, wo ist eigentlich die Mitte von dem Ding hier? Kann ja nur das sein. Hier. Dass man das, also man kriegt ja sowieso nicht 6 Stück nebeneinander. Und die Wände passen dann sowieso auch wieder nicht. Was, wieso, oh Mann. Sind hier eigentlich Spinnen? Hier sind nämlich früher immer Spinnen gewesen. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Bauen. Also ich meine ein Baugerüst, so rum. Wo ich drauf stehen kann, damit ich hier gucken kann. So, da ist die Mitte. Und 6 Stück. Da könnten wir von da 3 und da 3. Wir könnten es natürlich. Wie kriegt man denn 6 Stück nebeneinander, ohne dass das. Es ist halt ein Rundbau, ne? Ich mache mir das weg, damit man das besser sieht. Das ist ja das Blöde. Wenn ich das so mache. Und so. Der geht ja hier wieder auseinander. Ja. Das ist halt jetzt. Seht ihr, das Snappen ist halt jetzt hier ganz beschissen, ne? Warte mal. So. Nehmen die da nochmal weg. So. Also jetzt nur hier, wie snappen eigentlich die Geländer? Ja, hier ist klar. Ach, guck mal hier, was der für eine Hitbox hat. Scheiße. Ja, ich ahne Schlimmes. Zeig mal her. Kommen wir da rum? Ja, ein Glück. Okay. Aufpassen, natürlich steht aus Versehen Abbau. Okay. Dann gehen wir hier. Also eigentlich sind ja eigentlich mindestens 6. Also ne, maximal 6. Es sei denn, die bauen ja welche dazu. Hier vorne sind keine, ne? Ne. Ich habe das Ding so oft nicht mehr. Ich müsste überlegen, wie lange das her ist, weil der das letzte Mal benutzt wurde. Ja, so, dann sag ich mal. Wenn hier die Mitte ist. Das ist wenigstens so. Ich mach dir mal so. Dann haben wir hier schon mal 3. Hier sind die so an 4. 5. 5 von unten sehen, weil die Dinger müssen ja ein Stockwerk tiefer eben. Was ist denn das? Ich habe gedacht, der ist ein Seeigel. Oh. Wir müssen ja das Zeugs da rauskriegen, ne? Ich will es halt so, dass. Tja, scheiße, Dreck. Ja, das kriegst du von hier unten nicht an. Das kriegst du von hier unten nicht richtig gesnappt. Das muss man von oben snappen lassen. Ich mach's auch mal so, damit man sieht, wie weit wir raus müssen. Und zwar, was ist denn, wenn ich hier. Ja, die müssten aber schon eigentlich nur da. Ich mach die nochmal weg. Das ist jetzt wieder so eine Folge, da überlegen wir. In der nächsten Folge wird es dann gemacht. Ich muss gucken, wo das ist. Das ist ja der Punkt. Okay, das ist hier. Können wir die nochmal zumachen? Sonst zieht's. Erkältung. Da denken die Leute nochmal, hat Covid. Dabei hat man nur Heuschnupfen. Ich bin zum Beispiel so einer. Heuschnupfen.
Und Leute denken immer, oh Gott, der bringt den Tod. So. Ich muss gucken, wo das ist. Das da drüben. Das ist hier. Und natürlich die Pfosten davor. Sagt mir mal, wie ich hier... Ich gehe mal hier auf den Balkon. Da ist es. Hier. Tja, geil. Mal den nochmal weg. Wie kriege ich denn, dass es einige ein bisschen in einem Rundbau außen... Oder eben... Aber den kriege ich hier nicht mehr rein, wenn ich den hier rausnehme, ja? Man könnte natürlich... Man könnte natürlich die Kollisionsabfrage abmachen. Ausmachen. Ich will mal gucken, wo das Ding steht. Geh mal her. Hier. Ist das? Das ist auf dem Balkon. Sechs Bänder müssen da hin. Kommen wir hier hinten lang? Wenn man diese Kollisionsabfrage nicht hat, weil bei einem Rundbau, guck mal hier, der kriegst halt jetzt so ein Schepp dahin, ne? Bei einem Rundbau ist das manchmal so, dass du die nicht hast, weil die ist überhaupt nicht. Muss halt gucken, wie du das Ding drehst, ne? Der macht den einmal so und macht da, wenn der den halt gar nicht hat. Das glitscht halt in die Wand. Von unten siehst du das nicht. Kriegst hier auf jeden Fall drei. Sollst du normalerweise da drei übereinander kriegen. Eins, zwei, drei, vier sogar. Mir sagt es aber nicht zu, dass das hier außen lang geht. Das gebe ich jetzt mal so zu. Ich speichere mal was. Spiel speichern. So, lass dir mal kurz speichern. Jetzt will ich mal was gucken. Halt nicht Desktop, weitermachen. Das ist die Mitte. Ich nehme dir mal raus hier. Da ist er. Kriegt man den da? Ja, was gucken. Kriegt man die so ineinander gesnappt? Der muss, glaube ich, eins davon weg sein. Eins, zwei, drei. Die sind halt schief, weil es halt rund ist, ne? Und wenn man das dann dafür... Kann man das Ding so zusammentüdeln? Dass man den Kram nicht sieht. Verdammte Axt. Mach den nochmal weg. Komm ich nicht hin. Ja. Welcher von den Dingen ist der? Jetzt ist das Dings im Weg. Wisst ihr, was ich meine? Und dann... Hier zu einem Schacht hin. Oder halt zwei. Also die kriege ich hier auf jeden Fall, aber dann... Ja, ich weiß nicht, die Kollisionsabfrage, die ist doch aber an. Die geht aber nicht bei den Liften. Wenn es so macht... Okay, ihr seht jetzt hier in dieser Folge meine Überlegungen. Ja.
Die stoßen aber, glaube ich, auch immer. Die gehen auch nebeneinander. Ja, genau. Die haben eine Kollisionsabfrage. Da mal weg. Die Pfosten kriegt man nachträglich rein, deswegen machen wir die jetzt mal weg. Oh. Die kann man nachträglich reinsetzen, die sind nicht das Problem. Bei denen kann ich die Kollision abschalten. So, das ist der äußere Ring hier. Ja. So, dann machen wir hier nochmal. Eins. Wieso kriege ich denn da eigentlich nicht drei nebeneinander? Ist das wirklich wichtig? Deswegen dem Scheißturm. Da geht er nämlich. Hier geht er auch. Ah, geht nur so. Haben wir vier. Ah, warte mal, wir könnten das doch hier jetzt. Achtung, jetzt kommt was ganz Schräges. Also ihr seht das jetzt, bevor es aussieht, bevor ich fertig bin, ne? Das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. So, warte mal. Gehen wir da hin. So. Jetzt brauche ich da aber irgendwie. Warte mal, den muss ich jetzt da oben dran friemeln. Ist zu hoch. Der würde nur da. Also muss das Ding. Das Ding muss eigentlich da stehen. Komm her. Ein Hoch auf die Kollisionsabfrage. So. Steht der schief, ne? Was ja eigentlich egal ist. Ich den so hin und jetzt den weg. Und den nehmen. Der muss höher. Echt jetzt? Oder noch eins weg, warte. Ich teste es gerade nochmal. Oh, müssen wir das machen? Das sieht man oft in den Videos nicht, ne? So was, wenn das nochmal was rausgeschnitten ist. Hey. Ja, da ist er. So. Tüdel. Das aussieht. Dann haben wir 5. 2, 4, 5. Einen noch. Kriege ich den da noch hin? Können wir auf der anderen Seite ein Fake machen. Warte, ich brauche jetzt dich nochmal. So. Wo stehst du? Du stehst da, ne? Näher ran. Ah, das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Jetzt kriegt der. Dann kriege ich ihn so hin. Jetzt du weg. Bin noch nicht fertig, ne? Ja. Ich bin noch nicht fertig, aber den Tee trinken. So. Okay. Also wenn man so will, alles Baugerüst. Das hab's jetzt noch nicht weggemacht. Das ist jetzt so. Jetzt kommen wir unten nochmal rein. Das konzentriert sich alles da. Hey, der muss andersrum. Der schon so steht, muss der auch so stehen. Dann können wir den. Den lassen wir mal offen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und jetzt. Wie viele Materialien haben wir hier überhaupt? 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, 4. Also da kommt mindestens ein neues dazu. Was natürlich dann auch wieder so ein Ding ist, kriegen wir hier sowieso nicht rein. Wo immer wir, was es immer sein wird, wo wir auch immer wieder das herstellen müssen. Ist ja überhaupt kein Platz mehr.
Die Dinge kommen von hier unten. Da. Hier kann man sie noch reinquetschen, irgendwie. Ist aber jetzt erstmal wurscht. Wir müssen erstmal die da rauskriegen. Okay. Ich habe den einen hier mal. Der ist jetzt ja gar kein Thema. Der läuft dann da unten lang. Boom, Ende. Ja, so. Wo kommen denn die eigentlich? Der kommt hier rein. Geht dann hier raus. Da drüben. Dann ist das, muss der aus dem hier. Aus dem muss der raus. Da können wir den doch hier. Wer? Ja, genau, hier. Das ist das mit dem Rund. Du kriegst das jetzt hier. Du siehst das jetzt blau. Ne? Dann klickst du drauf. Das ist mit dem Rundbaum, weil das Band da nicht hinkriegst. So, warte mal. So. Dann haben wir den, dann haben wir den. Die anderen kriegen wir von der Wand. Den kriegen wir von der Wand da lang und den von der... Und der sollte eigentlich da oben lang gehen. So. Und dann kriegen wir das. Ja. 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 So machen wir das. Kriegen wir das eigentlich... Warte mal, ich will mal was gucken. Geh einfach mal da rein. Ob das Anti-Snapping, so geht er ja nicht, aber da müsste der so, genau, der geht nämlich da nicht. Kacke. Der, nur die Foundation snappen an diesem Moment, wo ich das Ding hinsetze. Mist, ich wollte die so verstecken. Das geht nämlich dann eigentlich nur so. Geht das überhaupt? Also da geht's auf jeden Fall. Der ist nicht das Problem. Oh Gott. Warte mal. So. Kriegen wir irgendwie gebacken. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.